Und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Gelbe Edition. Perfekt. So, was? Achso, ja. Unserem Pikachu geht's gut. Unserem Smetgo nicht allzu sehr. Ich versuche mal trotzdem gegen den Typen hier anzukämpfen. Weil, bevor ich den Arena-Leiter herausfordere, will ich ja sowieso zum Pokémon-Center. Und wer weiß, vielleicht schaffen wir ja, ne, dann muss ich nicht extra nochmal zum Pokémon-Center gehen, um den Typen hier zu besiegen. Ach, scheiße, Voltoball. Ach, leck mich doch. Okay, das werden wir wahrscheinlich dann doch nicht schaffen. Vielleicht sollte ich doch erstmal versuchen, die einzuschläfern. Na gut, ist dafür eh schon zu spät. Ah, Kreideschrei. Warum kann er zuerst angreifen? Ein Hurensohn. Bitte Volltreffer. Ah, ich sterbe. Na gut, ich würde sagen, wenn Svetlo wirklich sterben sollte, dann müssen wir halt den Pikachu weitermachen. Ja, Finale. Alter, leck mich am Arsch. Svetlo wurde besiegt. Ja, sehr schön. So, was setzt er ein? Magnetilo. Nein. Gut, mal gucken, ob da unser... Haben wir keinen Rucksack-Keep mehr? Mist, ich wollte gerade Rucksack-Keep einsetzen. Scheiße. Ja, klar. Ah, ja, gut, geht. Geht einigermaßen. Zwar nicht das Optimale, aber trotzdem mit drei Attacken ist er weg. Oh, sogar Volltreffer. Pikachu hält 420 EP. Pikachu erreicht Level 25. Schönes Ding. Echt für die Gentleman. So, da können wir jetzt doch endlich mal zum Pokécenter gehen. Stopp, du bist zu gut. Echt gewinnt 1600 Yen. Wow. Also diese Gentlemen, die geben wenigstens ein bisschen Gold, ne? Geld. So, Pokémon, dieser Knosp, einmal der Schneider. Tja, dann hoffe ich mal, dass gegen den Arena-Leiter und das Metro ein bisschen was ausrichten kann. Der dürfte wahrscheinlich mit dem Raichu kommen und dementsprechend sollten wir da einigermaßen gute Chancen haben. Das Schlimmste, was wir quasi immer haben können, ist ein Voltoball mit einem scheiß Finale. Aber gut, ich weiß nicht, was Raichu für Attacken hat. So, Pokémon ist wieder topfit. Ah ja, geh weg. Na komm. Items ablegen können wir auch, nachdem wir in der Arena waren. Da kriegen wir eh noch ein Item, von daher. So, einmal Verschneider. Jutschen, jetzt müssen wir erstmal dieses komische Rätsel lösen. Wo fangen wir an? Ach komm, ich wollte nach oben klicken, du Arsch. Überall nur Abfall. Ah, hallo? Ich drücke doch noch rechts. Dankeschön. So, ich werde ihn betätigen. Okay. War wieder klar. Das heißt, jetzt können wir wieder von vorne anfangen. Alter, also das mit Pikachu ist echt scheiße. Wenn du da einmal nach oben klickst, dann läuft der halt nicht. Sondern dreht sich erstmal nur zu Pikachu um, weil Pikachu quasi erstmal den Weg blockiert. Okay, dann haben wir den ersten Hebel schon mal geschafft. Und schon wieder verkackt.
Ah, überall nur Abfall. Was ist denn hier los? God damn it! Hey, ein Hebel versteckt. Ich werde ihn betätigen. Na komm. Und wieder von vorne anfangen. Ja, das Rätsel hier ist nicht kompliziert, sondern einfach nur langweilig, weil man muss ja einfach ewig lange einfach immer nur versuchen, das entsprechend zu lösen. Ich meine, ne, im Emulator könnte ich auch einen kleinen Trick verwenden, aber nein. Ich möchte euch in voller Länge zeigen, wie deprimierend das Spiel sein kann. Wieder? Hä, hatten wir nicht hier gerade den Hebel gehabt? What? Gucken wir gerade den Platz mit den rechten und gucken wir mal jetzt hier drunter. Ja, das zweite Schloss wird entriegelt. Die mechanische Tür hat sich geöffnet. Holy shit, mal direkt speichern. Das kriege ich noch Asthma. So, und da ist noch ein Mülleimer. Hier ist nichts mit Abfall. Schade. Stillgestanden. Willkommen in der Pokémon Arena von Urania City. Was ist das? Eine halbe Portion als Herausforderer? Ho. Du musst gerade schon Mumm haben. Was? Mich zu bekämpfen, herausfordern. Wut. Pokémon-Kampf. Zuschauer. Bumm. Du hast wohl Wahl gegeben. Was? Egal. Lesen wird vollkommen überbewertet. So, Major Bob möchte kämpfen. Major Bob setzt 3-2 ein. Was? Direkt am Anfang? Okay. Oh Gott, wir haben gerade mal ein Level über ihm. Ach du Scheiße. Oh Gott. Okay, ich versuch's direkt einzuschläfern. Mega-Hieb. Leck mich. Hat keine Wirkung, wird mich verarschen. X-Tempo. Warum hat keine Wirkung? Da mal. Okay, wir sind gleich tot. Ah, jedoch. So, jetzt sind wir endlich mal am Zug hier. Kommt er mir mit X-Tempo? Ich glaub's ja. Sehr schön. Aber zum Glück schläft Raichu durch. Jawohl. Jawohl, Raichu wurde besiegt. Zentrum hält 730 EP. Oh, achso, erstmal ein Pokémon. Ash besiegt Major Bob. Wow, du weißt, wie man kämpft, Kleiner. Als Auszeichnung verleihe ich dir den Donnerorden. Ash gewinnt 2770 Yen. Holy shit. Der Donnerorden erhöht die Initiative deiner Pokémon. Außerdem können deine Pokémon nun jederzeit Fliegen einsetzen. Du bist ein besonderer Junge. Nimm das hier. Ash erhält TM 24. TM ist Donner. Was? Donnerblitz? Elektro-Pokémon können diese Attacke erlernen. Ja, wir haben nur ein Elektro-Pokémon und das erlernt die Attacke sowieso schon. Wenn es das nicht sogar schon hat. Hast du Donnerblitz? Glaube ich schon. Donnerschock. Donnerwelle. Nö, erlernt also noch. Irgendwann. In 30 Jahren. So. Naja, müssen wir schon wieder durch. Buja! So. Kriegen wir jetzt nicht dein komisches Ding? Du trägst den Donnerorden? Dann bist du ein guter Trainer. Nicht hat einfach nur Glück. Ich habe ein Shiki gefangen. Aber dieses Pokémon macht nur Dummheiten. Würdest du dich um ein Shiki kümmern? Nein. Doch. Vielleicht. Warum gibt es kein Vielleicht? Ich erhält Shiki. Möchtest du Shiki einen Spitznamen geben? Nein. Okay, aber behandle mein Shiki gut. Digga, du hast jetzt gerade ein Wildfremden gegeben. Ich werde es wegschmeißen. Oder verbrennen. Oder beides. So,
Okay, erstmal, ne? Gucken, was wir jetzt machen müssen. Also wir haben zum einen ein Fahrradcoupon bekommen. Das heißt, wir könnten nach oben gehen zum Fahrradladen. Ich würde aber gerne auch mal wieder meine Pokémon trainieren, weil wir haben gesehen, unsere Pokémon sind ganz schön scheiße schwach. Werde deine Pokémon machen die wieder fit? Heil. Das heißt, wir suchen uns vielleicht erstmal irgendwo eine Wiese mit einigermaßen starken Pokémon, also so Level 20 aufwärts. Wenn wir sowas finden sollten, ich hoffe. Damit wir mal wieder ein bisschen hier, ne? Naja, komm, verpiss dich. Achso, wir wollten ja gleich mal unsere Items ablegen. Oh, Alter, ernsthaft jetzt? Danke. So, PC von Ash. Wir können eigentlich alles ablegen. Wir können mal ganz kurz gucken. Wir können auch mal ein paar Sachen nämlich verkaufen. Die Frage wäre, was? Achso, diese Radkupon können wir direkt mal mitnehmen. Das brauchen wir bald dann irgendwann. Wenn wir nach oben kommen sollten. Warum habe ich die Karte abgelegt? Wer weiß. Gegengift, KW Plus, Angel, TM, TM, Sonderbonbon. Nee, komm. Scheiß was drauf. Wir gehen. So. Hier unten geht's ja nach rechts weiter. Eine Höhle. Und eine Wiese. Sehr schön. Mal gucken, was wir hier haben. Level 17. Ah ja, geht. Gut, dann würde ich mal sagen, dann machen wir jetzt mal eine kleine Trainingssession. Das heißt, ich schalte mal wieder auf 10-fache Geschwindigkeit. Wobei ich gar nicht weiß, ist es überhaupt auf 10-fach gestellt? Settings. Emulation. Ja. Cancel. Fullscreen. Gut, dann beginnt jetzt wieder die Trainingseinheit. Das heißt, der letzte Teil dieser Folge und die nächste Folge werden wieder Training. Und dann, ja, ne? Auf los geht's los. Oha. Was sind das denn für Pokémon nochmal? Geht doch. Aua, oh nö, das ist wieder Tomato.
Ja, na dann. Bis zur nächsten Folge, wie gesagt, da dann vielleicht auch nochmal ein bisschen Training. Mal gucken.